Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken. Ja, okay. Ich habe jetzt mal aus Überforderung und Unwissenheit nochmal im Guide kurz nachgelesen. Und ich weiß nicht, wie man da drauf kommen soll. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Aber scheinbar sollen wir jetzt zum Flughafen wieder. Und woanders hinfliegen. Ich meine, warum nicht? Irgendwann, ne, wenn man keine anderen Optionen mehr hat, macht man das wahrscheinlich. Aber ja, so einen Hinweis könnten die einem schon geben. Ich komme nicht rein. Ah. Oh, warte mal. Stimmt eigentlich, ne? Weil nur er kann tröten. Jetzt benutzt doch die Tröte. Ah, jetzt. Weil wenn Annie auch fliegen will, muss ich die jetzt irgendwie auch herholen, oder? Ein Multiplayer-Adventure. Man könnte Zack McCracken zu einem Zwei-Spieler-Multiplayer-Adventure machen. Vielleicht. Ja, wirklich. Und dann kann jeder immer einen Charakter spielen und dann kann man parallel Sachen machen. Und dann kann man sagen, hey, guck mal, ich habe hier das und das gefunden. Kannst du das brauchen? Und dann sagt man, und dann kann man kommunizieren. Voll gute Idee. So, jetzt pass auf, Wechsel Annie. Annie, geh in den Bus. Benutze Cashcard Leser. Hey, will ihre Freundin mitkommen? Ich fahre in 15 Sekunden los. Oh Gott, schnell, Zack. Geh an Bord. Benutze. Wo ist meine Cashcard? Ah, so ein Scheiß. Wie soll man das so schnell schaffen? Ich weiß es nicht mal. Guck mal, mein Inventar ist voll. Hier ist es. Ah, jetzt stehe ich hier und guck blöd. Wechsel Annie. Wechsel Zack. Ah, jetzt ist der Bus wieder da. Na, immerhin. Ich bin ja schon froh, dass sie wenigstens jetzt sie weg ist, weil ohne Tröte kann man da gar nicht einsteigen. Benutze Cashcard Schnuppdiwupp. Ich komme da nicht rein. Öffnen. Ah, jetzt. Benutze Cashcard. Zack. Los geht's. Benutze Cashcard Ticketautomat. So, jetzt soll ich nach... Es ist aber wirklich, da muss man einfach rumprobieren, eigentlich normalerweise wahrscheinlich, oder? Jetzt ist quasi die Welt offen. Jetzt kann ich mit vier Charakteren an sehr viele Orte und muss mich einfach umschauen. Ich weiß jetzt, dass ich erst nach London soll. Deswegen mache ich das jetzt mal. Aber eigentlich wäre es fast cool, oder? Wenn wir uns jetzt nicht mehr... Aber dann bin hin und her gerissen zwischen schon öfter mal in den Guide schauen und jetzt einfach mal versuchen, allein klarzukommen. Aber gut. Jetzt fliegen wir erstmal alle nach London. Anscheinend fliegt jeder getrennt. Ich soll eigentlich gar nicht in London bleiben, laut Guide, sondern gleich weiterfliegen. Ich würde mich hier schon gerne mal umschauen. Stonehenge. Jaul! Jaul! Okay, hier kommen wir anscheinend gar nicht so ohne weiteres weiter. In London ist einfach nur ein elektrisch abgesperrtes Stonehenge, sonst nichts. Na dann, benutzen wir mal den Ticketautomaten. Und von hier aus sollen wir, glaube ich, nach Kathmandu fliegen. What? Ist das teuer? Aber gut, das mache ich jetzt. Das habe ich im Guide noch gelesen und dann schauen wir uns in Kathmandu mal in aller Ruhe um. Okay. Wow. Naja. Schöner Flughafen in Kathmandu.
Warum kann ich eigentlich nicht von überall hinfliegen? Also von überall aus überall hinfliegen. Von überaus hin all fliegen. Von all über Haus Kathmandu Nepal. Ich wollte schon sagen Peru, weil sich's reimt. Kathmandu Peru. Ein Flug später. Okay. Ich lese mal in der Zeitung, ob da wieder steht. Dein zweiköpfiges Eichhörnchen auf Amoklauf im Nordwesten. Ein Wollochse. Ein Yak, ganz genau. Das meinte ich. Nummernschild. Yak 1, Transit zum Flughafen. Nur Cashcards. Alles klar. Schauen wir mal, was ist denn das da? Krankenstation oder so. Hallo und willkommen, Kathmandu, in Kathmandu. Und ist das Gefängnis hier? Das ist ein Schlüssel. Soll ich den mal nehmen? Nicht berühren. Naja, ist schon gut. Den Fahnenmast nehmen wir mit, warum nicht? Oh oh, komm sofort mit. Nein! Oh oh. Rein da, mach's dir ruhig gemütlich, denn du wirst lange da drin bleiben. Auf Fahnendiebstahl steht hier die lebenslange Haftstrafe. Ich lass dir das Feuerzeug, falls du rauchen willst. Das ist aber sehr nett von ihm. Ich habe nur das Feuerzeug, sonst nichts und kann nichts machen. Wahrscheinlich musste ich deswegen Annie jetzt mitnehmen. Ich hoffe, das ist so richtig und ich hoffe, wir müssen jetzt nicht... Aber gut, der sitzt jetzt erstmal im Knast. Annie, du bist dran. Flieg und Sieg, Annie. Ich schaue mal in die Richtung. Was haben wir denn hier? Nur Anhänger des Gurus dürfen hinein. Na, so einen habe ich nicht. Und bin ich auch nicht. Wollen wir mal ein bisschen Heu mitnehmen? Ich könnte das... Ha! Aber wie komme ich ans Feuerzeug? Meint ihr, ich darf den Sack jetzt einfach besuchen? Oder hier über das Fenster? Nee, das Fenster wird mir gar nicht angezeigt. Dann gehen wir mal in die Tür. Öffnen. Hallo und willkommen in Kathmandu. Ich lese mal das da. Da gibt's nichts zu lesen. Na dann. Ach so, jetzt wartet mal. Das könnte funktionieren. Zack. Gib Feuerzeug zu Annie. Hat, glaube ich, geklappt. Jo, dann weiß ich jetzt, was zu tun ist, denke ich mal. Das Yak sieht echt bekloppt aus. Dann nehme ich jetzt das Feuerzeug. Benutze das Feuerzeug auf Heu. Ha! Ich sollte das nicht tun, aber ich muss Zack aus dem Gefängnis holen. Feuer! Feuer! Ein Feuer? Bei meinem blau schimmernden Bart. Das muss ich untersuchen. Jetzt gehen wir ganz schnell da rein. Nehmen so schnell wie es möglich ist den Schlüssel. Benutzen den Schlüssel so schnell wie es geht auf die Zelle und verschwinden von hier so schnell es geht. Achso, warte, die Fahne nehmen wir auch noch mit. Das wäre Diebstahl.
Die hat zu viele Skrupel. Da müssen wir Zack wahrscheinlich nehmen. Der ist der Skrupelloser. Anscheinend. Ja, ich habe da kein Problem mit. So. Nimm Jack. Kann ich nicht mitnehmen. Benutze Jack. Kann ich nicht mitnehmen. Benutze Jack mit Pfannenmast. Das klappt nicht. Oh mein Gott, das Zeug ist ja noch im Spind. Stimmt. Jetzt aber schnell. Öffnen. Spind. Der kommt gleich wieder. Nimm mein ganzes Zeug. Sehr gut. Hier ist mein Zeug. Benutze Cashcard Jack. Hä? Benutze Cashcard Jack. Einen langen, staubigen Ritt später. So, jetzt sollten wir Annie aber vielleicht auch noch herholen, oder? Nicht, dass die jetzt noch verhaftet wird. Benutze Cashcard. Den Zellenschlüssel behalten wir jetzt einfach. Na gut, warum nicht? Ist ja auch wurscht. Jetzt ist es unser Zellenschlüssel. Na dann, das war ja mal was. Jetzt haben wir eine Fahne. Ich weiß überhaupt nicht, für was eigentlich. Soll ich jetzt im... Das ist eigentlich eine gute Idee, Leute. Oder ich schaue im Guide nur, wo wir als nächstes hin müssen. Aber da schauen wir uns dann selber um. Und ich schaue, ob ich hier alles gemacht habe. Okay. In Kathmandu angekommen, muss Zack einen Fahnenmast einsammeln. Dann landet er allerdings in Knast und muss befreit werden. Wofür er wohl das Feuerzeug behält, bla bla bla. Danach findet Zack seine Sachen im Schrank, bla 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 bla. Natürlich kannst du die Sache auch abkürzen und einfach gleich mit Zack das Heu anzünden. Ach so, ist egal. Na gut. Zeig dem Wächter das Buch. Und du darfst den Guru besuchen. Sollte dieser böses Karma riechen, musst du tun, was er sagt. Zeig dem Wächter das Buch. Von welchem Buch reden wir? Habe ich da irgendwas vergessen etwa? Das wäre ärgerlich. Ich glaube, ich habe kein Buch, oder? Ich verkleide mich mal wieder. Ich habe eine Fanclub-Karte, aber ich habe kein Buch. Ah, hätte ich mit Zack jetzt aus Annies Büro irgendein Buch mitgehen lassen müssen oder sowas. Warte mal. Zur Gesellschaft von Archäologie. Steckt den Kristall in den Schlitz. Kurz darauf kommt Annie, die von Außerirdischen geträumt hat. Jetzt kann man alle spielen. Bla bla bla. Zack und Annie nun das verbogene Messer geben. Ach, Zack kann Annie nun das verbogene Messer geben. Leider hat sie nicht so viel Geld wie Zack. Also gehen den Laden. Inzwischen sollte Zack im Briefkasten eine Fanclub-Karte vorfinden. Lass Zack Annie gemeinsam zum Flughafen fahren. Zack fliegt nach London und von dort aus nach Kathmandu. Ja, aber welches Buch denn dann? Zeig dem Wächter das Buch und du darfst den Guru besuchen. Ich weiß nicht, von welchem Buch die reden, leider. Welches Buch denn? Also, ich gehe mal alles durch, was ich habe. Tröte, Goldfischglas, gelber Buntstift, Fernbedienung, kleiner Schlüssel, Cashcard, Schraubenschlüssel, offener Werkzeugkasten, Dichtungsband, Seil. Drahtschere, Hut, Nasenbrille, Brotkrumen, Sauerstoffkram, Blaukristall, Sitzkissen, Hanagasäger, Taucheranzug, Kristallscherbe, vielleicht die Fanclub-Karte, meint die das? Benutzen, Fanclub-Karte, Tür, das klappt nicht. Öffne Tür. Gib Fanclub-Karte zu Wächter. Nein, danke. Dammit. Sauerstofftank, Fanclub-Karte, Fahnenmast.
Annie hat auch kein Buch, oder? Na, oh, das ärgert mich jetzt sowas. Welches Buch hätten wir denn wo nehmen müssen? Muss ich jetzt den ganzen Guide nochmal durchgehen? Hä? Rein da, mach's dir ruhig gemütlich. Nein! Warum? Ich hab doch gar nichts getan. Ich stand nur zu lange rum. Oh, come on. Moment mal, der eine Kerl am Flughafen wollte uns doch immer ein Buch geben, aber ich konnte nie mit dem interagieren. Ah, jetzt sind wir hier wieder eingesperrt. Na komm schon, das ist doch nervig. Na, hilft ja nichts, dann holen wir den nochmal raus. Aber dann hauen wir ab hier. Jetzt ist die Fahne da auch schon wieder. Oh, ihr nervt mich alle so. Ach so. Ich muss ja erst alles anzünden. Das passt gerade. Ich muss zurück nach San Francisco und irgendwie das Buch von dem Kerl da annehmen. Benutze Feuerzeug auf Heu. Feuerzeug. Ja, jetzt. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer. Benutzen Zellenschlüssel, Zelle. Ha. Wechsel. Sack. Sack. Dabei war ich so gut verkleidet, ey. Dass der mich überhaupt... Warum klappt denn das auf einmal nicht? Ach so, Verzeihung. Dass der mich überhaupt erkannt hat mit meinem tollen Kostüm. Total unrealistisch. Nimm Fahne. Ich weiß noch nicht für was. Und jetzt benutze Cashcard Jack mit. Bitte, bitte benutze das jetzt. So. Und vorsichtshalber, weil ich mir nicht sicher bin, hole ich Annie jetzt lieber auch noch schnell ab, oder? Benutze Cashcard Jack. Hey, wenn man da aber viel unnötig durch die Gegend fliegt, wenn man nicht weiß, wohin, kann man sich wahrscheinlich in eine Sackgasse fliegen, ne? So ist das. So ist das. Deswegen nehmen wir Zack, weil der ist ziemlich reich. Jetzt warte mal, sie hat auf ihrer Cashkarte noch 4.400 knapp. Zack hat 8.400. Ja, aber dann ist hier so ein Flug schon einfach echt teuer, egal mit wem. Eieiei. Aber gut. Im Grunde muss ich jetzt leider wieder den teuren Flug zurück nach London machen mit Zack. Damit ich dann das Buch wahrscheinlich von dem Kerl irgendwie kriegen kann. Aber ich weiß nicht mal wie. Vielleicht muss ich meine Cashcard auf den anwenden oder so. Das ist schon ärgerlich, ne? So viel Geld. $800, ey. Boah, Zack hat auch nicht so viel Kohle. Ich hoffe, es gibt irgendwie... Ach so, warte mal. War da nicht irgendwas von wegen, ich kann unendlich viel Lotto spielen mit ihm oder so? Benutze Cashcard. Nee, das geht nicht. Der Anhänger. Ich würde gern irgendwie mit den Anhänger interagieren. Nimm Anhänger. Benutze Anhänger. Schalte an Anhänger. Drücke Anhänger. Ja, ich will ein Buch über die Erleuchtung, bitte. Gib. Lies. Öffne. Schließe. Ich weiß nicht, wie ich mit dem interagieren soll.
Ja, ich hätte wirklich gerne dein Buch über den Erleuchteten. Ich weiß nur nicht wie. Du hast theoretisch einen Namen. Ich kann nur nichts machen. Ich kann nicht an dir ziehen. Nimm ab. Kann ich auch nicht. Öffne. Lies. Benutze Cashcard in. Benutze gelber Buntstift. Benutze Seil. Das geht leider alles nicht. Dammit. Naja, Leute, machen wir mal für heute Schluss und ich finde bis dahin raus, ob er überhaupt das richtige Buch hat und wenn ja, ob wie wir das kriegen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.